Fotzebärchens und ping erstmal. Heute wieder mit dem leckeren Kron. Hashtag, wo ist mein Sponsorvertrag und einer neuen Platte, selbstverständlich. Und zwar kurze Vorgeschichte, ja, keine kurze, ja doch eine sehr kurze Vorgeschichte, habe ich mir auf einem Konzert gekauft. Supported Bands, indem ihr Vinyl auf Konzerten kauft, wenn euch das Konzert gefallen hat. Und das Konzert von Knife, wo ist denn hier, Knife, hat mir sehr gut gefallen. Das ist wirklich eine geile Liveband. Ja, und habe ich mir gedacht, ich kaufe mal deren Debütscheibe, ne? Ja, ich glaube auch, die hat gar keinen Titel, weil da steht doch gar nichts drauf. Wahrscheinlich selbst betitelt, ne? Knife. Auch bei einem geilen Label erschienen, Dying Victims Productions. Ja, was soll ich sagen, ne? Großartig, kann man immer mal machen. Die haben, ja, die haben schon einige geile Bands. Da fällt mir jetzt natürlich auch spontan wieder keiner ein, ne? Aber Dying Victims kann man sich mal gönnen, ne? Ist ja alles unten verlinkt. So, Knife, die hören wir uns heute an. Sie beschreiben sich selber, steht hier auf der Platte auch drauf, als Screaming Black Speed Metal Punk. Oh, ist hier noch eine schöne Postkarte mit dabei, ja, in der Platte. Und noch was anderes, das heißt, wenn ihr dran bleibt, dann gibt es für euch noch eine Überraschung. Ach, guck mal, ach hier, ja, da gucken wir gleich noch. Meine Güte, was ist denn da für ein Scheiß alle bei? Ja, ganz schön in Unkosten gestürzt hier, meine Güte. Ganz viel noch drin in der Platte. Das gucken wir uns aber, während die Scheibe läuft, mal an. Ja, ich würde sagen, ich lege die jetzt einfach mal auf hier. Side, wo fängt das an hier? Side Black haben die und Side, weiß ich nicht. Ja, steht natürlich doch, steht hinten drauf, aber in schwarz, dass man das bloß nicht lesen kann. Side Black, damit fängt es an und dann hören wir da jetzt mal rein. Also, bis gleich. So, dann wollen wir doch mal gucken, ob ich das heute wieder mit dem Einzählen hinkriege. 3, 4, 0, Bier. Nee, natürlich nicht. Sollte man ein Spiel draus machen, ne? Immer wenn ich das nicht schaffe, muss ich einen Stroh rumtrinken. Nee, kommt nicht auf blöde Gedanken, das machen wir nicht. So, was haben wir? Erster Song hier, Behold the Horse of War. Ach ja, das ist ein schöner Fade-In-Auftakt, ne? Ohne Intro oder irgendwas, direkt rein in das Geschepper. So fing das gut, trinken erstmal noch Pingelingeling. So, jetzt will ich was hören. Ja. Quellen die 80er jetzt schon aus allen Ecken und Poren des Ganzen. Ja, und jetzt können wir auch mal gucken. Ich habe eben gesagt, da ist noch ganz viel dabei. Einmal natürlich der fast schon obligatorische Einleger, wo halt, ne, Infos draufstehen. Hier einmal Texte und so ein Kram. So, warum die Jungs hat den aufgenommen? Produced, Mixed and Mastered bei Fairly Coltello at Fatnob Studios. Das sagt mir jetzt so nichts. Da steht auch nicht drauf, wo das ist. Aber das wird bei denen irgendwo in der Ecke sein, ne? Die sind ja nicht aus dem Ruhrgebiet. Die kommen ja, ich glaube, von unten. Oh Scheiße, jetzt haut mich nicht. Ich hab's vergessen. Ja, aber es geht direkt ins Ohr, wisst ihr? Hier, das ist richtig schön hier. Nenn das ja immer Bonanza Drum, ne? Eigentlich D-Beat, aber. Ist das D-Beat? Ne, jetzt wieder Double Bass. Ja, aber so D-Beatig, ne? Auf jeden Fall. Punkige Drums auf jeden Fall. Ach, guck mal. Jetzt lese erstmal, der Fairly Coltello ist der Drummer von denen. Upsi. Ja, ich bin dann immer so mit dem Vince und dem Les eher, habe ich da abgehangen, mit dem Drummer eher nicht. Sorry, soll es kein Affront oder sowas. Aber irgendwie, keine Ahnung, ich habe immer mit Les und Vince da rumgehangen. Ach, guck mal. Da kannst du ja richtig gut produzieren, Fairly. Also die Produktion passt da drauf wie Arsch auf Eimer. Dabei ist es immer schwer, wenn man seine eigene Band produziert, weil man sich dann immer denkt, ja, das kann doch anders, das kann doch anders. Und irgendwann läuft man Gefahr, das kaputt zu produzieren, weil man sich einfach zu viel Kopf da rein macht. Und das ist uns auch schon passiert. Das soll passieren, ist da aber nicht der Fall. Ist tatsächlich sehr angenehm zu hören. Sehr angenehm zu hören. Ah, oh. Jetzt haben wir ja sogar sowas wie epische Soli noch da drin. Ein episches Solo noch da drin. Auch ein bisschen, nicht nur Auffresse, sondern auch ein bisschen was fürs Herz mit reingemischt. Nicht zu viel, ne? Weil sonst wird es schleimig. Aber das ist genau die richtige Tinktur, ne? Um das mal ein bisschen
aufzulockern. Sehr schön. Wie gesagt, live gefallen mir die echt richtig, richtig, richtig gut. Geile Live-Band, gehen nach vorne, animieren die Leute, weiß ich nicht, reißen das Publikum mit. Waren bei Stallion als erste Vorband, das muss man sich nur überlegen, als erste Vorband und es ging dabei ab, als wenn das eigentlich schon der Hauptact ist. Ja gut, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ging schon echt übel ab. Da waren schon die Pommesgabeln oben in der Luft und das muss man auch als Band erstmal schaffen. Ne? Die Leute dann als Vorband, wo sich der ein oder andere vielleicht denkt, oh, noch nie gehört, erstmal hier zu animieren, ne? Dass sie auch mitmachen. Ne? Aber ping, während das Intro läuft. Also haben wir doch ein Intro. Aber schön, dass es nicht beim ersten Song war. Fand ich besser jetzt. Das habt ihr gut so gemacht. Ihr Pingeling. Ach geil, auf solche Gitarren stehe ich ja. 80er, das ist so richtig 80er, geil. Ne, ein bisschen was Verspielteres rein, ein bisschen was Neues, aber so dieser. Ach ja, komm hier mit der Hi-Hat hier. Sehr schön. Jetzt gucken wir mal, guck mal hier. Poster gibt es auch noch bei der Platte. Ne, einmal das Cover nochmal drauf. Schick, könnt ihr euch da eine Wand hängen oder eine Scheißhaustür oder so. ja, 18 Euro habe ich dafür bezahlt. Ich finde, das ist auch nicht zu viel für eine Platte heutzutage. 15 ist immer besser. Ah, ja, komm, Support. Habe ich einen 20 Scheiß drauf, ey, was soll's. Ist immer Platten bei Bands auf Konzerten kaufen, wenn euch die Show gefallen hat. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass sie diese Live-Bucht nicht so ganz auf Platte rüberbringen können. Aber die Angst war unbegründet. Hört es euch an. Geil, 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 geil. Könnt ihr euch, glaube ich, noch bei Dying Victims bestellen. Auf schwarz müsste es die noch geben. Die farbigen sind natürlich alle weg. Ne? Das ist ja heutzutage 100 farbige, zack, ausverkauft. Pink. Ja, einige Leute sagen, das wären die deutschen Midnight. Dafür finde ich es fast schon zu gut produziert und technisch gespielt, aber macht richtig Laune. Auch der Vince hier mit seiner ja, Mischung aus angefickte Kreischvocals und so einem melodiösen Unterton da drin, trifft die Töne sehr geil, auch in den hohen Lagen, sehr cool. Ja, Gitarrenarbeit ist natürlich die Stella, die finde ich richtig geil. Und jetzt kommen wieder diese leichten Melodien da rein, die das aufbrechen. Großartig, sehr schön. Aber ihr wollt ja mal wissen, wie die B-Seite klingt. Naja, ich vermute, das wird in die gleiche Richtung gehen. Aber wir hören noch mal rein. Bis gleich. So, kriegen wir es jetzt hin. 3, 4, 8. Ich habe jetzt absichtlich mal den letzten Song von der B-Seite genommen, weil das ist ja meistens so der Rausschmeißer oder da hat man vielleicht auch mal eine Ballade drin versteckt oder so, wobei ich das bei den Jungs nicht glaube. Vielleicht ein bisschen was Melodiöseres. Nein. Aber ich finde dieses Double Bass und dann. Ja, das ist richtig so. Raise your fist and yell. Raise your fist and heavy metal, motherfucker. In your face, bitches. Geile Scheibe. Richtig geil. Also lege ich euch gerne ans Herz. Also wenn ihr so einen Sound mögt, ne? Also ihr müsst schon so Bock auf diese Art von Speed, Punk, Heavy Metal, Thrash, Black irgendwas haben. Schöne Mischung aber. Aber wenn ihr richtig Bock drauf habt, dann werdet ihr damit mehr als zufriedengestellt. Ich mach nochmal Ping. Possessed by the Knife, Alter. Genau. Ja, mit diesen Worten wünsche ich euch einen schönen guten Morgen, Mittag, Abend oder Nacht. Vergesst nicht, die Platte zu bestellen. Und jetzt heißt es, genau, richtig, abschalten, abschalten, abschalten. Ihr seid ja immer noch da, oder? Du bist ja immer noch da. Und weil du so brav warst und dran geblieben bist, erster Zuschauer, der das hier sieht. Hier, guck mal. Verschenkt die Platte sozusagen. Ja, nicht die Platte, die verschenke ich nicht. Aber hier, wenn der Fokus mitmacht. So, habt ihr hier einen schönen Geschenkecode, müsst ihr Pause machen. Den könnt ihr gerne einlösen. Viel Spaß, könnt ihr euch runterladen und dann vielleicht mal im Auto hören, während ihr an so einer Grundschule vorbeifahrt. Richtig schön aufdrehen, Lederjacke, ne, und dann einfach nur vorbeifahren und Heavy Metal brüllen. In diesem Sinne, jetzt dabei, ne? Tschüss. Viel Spaß mit dem Ding. Tschüss.